Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETS. Und ja, ich bin gerade mal wieder ein bisschen am Rumprobieren mit den ganzen Einstellungen, ganzen Pipapo. Und ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie, ja, bald mal schaffe, beziehungsweise es sieht schon wieder ein bisschen besser aus, habe ich das Gefühl, aber auch nicht so wirklich. Aber mal schauen, wie sich das alles noch entwickelt. Wir nehmen jetzt erstmal hier den Auftrag an, würde ich sagen. Wo müssen wir denn rüber? Ach, da ganz nach da hinten. Düdelüt, düdelüt. Ah, hier sollen wir ran. Hier sollen wir ran, Freunde. Ja, Mensch. Da sind wir dran. Sehr schöne Sache. Und los geht die Fahrt. Ja, wir haben das jetzt eigentlich schon wieder Samstag. Ja, Samstag. Oh, was ist da denn passiert? Da haben sie einen Crash gemacht. Die beiden, die mögen sich ganz gerne. Die haben sich mal eben geküsst. Guck mal. Ja, dann können wir ja natürlich hier rausfahren. Das ist ja dann alles gar kein Problem mehr für uns, sage ich jetzt mal. Na, weil wir haben ja, müssen ja in die andere Richtung. Nee, aber was ich sagen wollte war, wir haben ja jetzt schon wieder Samstag. Das heißt, Aufnahmezeit. Alter, hier überall Unfälle da, der Bus auch schon. Schon wieder. Alter, ey. Heute ist aber was los hier, ne? Freitag der 13. schon gewesen, Freunde. So, nee, aber, wo kommt der denn her? Das heißt, wir, ja, reißen jetzt erstmal ein bisschen was. Hatte ich so die Idee. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das jetzt alles läuft. Ich hoffe, dass die Aufnahmesession auch funktioniert, so wie ich das jetzt mache. Oha, aber ich bin mal gespannt. Ansonsten muss ich halt nachher nochmal ran. Da habt ihr halt ein bisschen was verpasst, aber das ist ja Wainstons, Alter. Das ist ja alles gar nicht so das Problem. Und, Alter, die können ja auch mal fahren hier, ey. Was ist denn das? Ja, Erdbeerkäse, ey. Fahr doch mal. Ja, und so ist das Ganze. So ist das Ganze. Und ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Fracht hinten drauf auf dem Container. Und damit fahren wir jetzt einfach mal los. Und, ja, ich weiß nicht, ob ihr mein Infovideo gesehen habt oder nicht, aber, warum blinke ich? Bin ich dumm? So, aber, in dem Infovideo, habe ich einfach mal ein paar Bilder am Ende reingehauen von meinem neuen Equipment, wer das noch nicht gesehen hat, ne? Und auch auf Instagram und so, da werdet ihr auch alles finden. Na, einfach hier Follow drücken und dann seht ihr alles. So. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht gerade, was ich richtig erzählen möchte. Ich arbeite mal an meinem Weg einfach hier durch und schaue mal, was so, ja, was ich so zu erzählen habe. So zwischendrin kloppe ich einfach mal ein bisschen was rein und dann läuft das Ganze auch. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier erstmal diesen Auftrag, den wir erledigen müssen, natürlich. Und ja, ich hatte eigentlich auch noch gedacht, ja, dass ich nochmal ein paar andere Games immer mal so ein bisschen anzocke. Ja, also jetzt nicht so als komplettes Let's Play mache, sondern einfach so als, keine Ahnung, an irgendeinem Tag kommt irgendwie irgendein anderes Game. Keine Ahnung, sagen wir, ich weiß es noch nicht, aber das hatte ich so gedacht für die ganzen Abonnenten, ne? Damit ihr auch ein bisschen noch was extra bekommt, ja, die Betonung liegt auf extra. Habe ich dann halt überlegt, das mache ich dann nochmal. Dann zocke ich, keine Ahnung, mache ich so, keine Ahnung, 10 Minuten oder 15 Minuten. Kann auch 20 Minuten sein, x-beliebig. Keine Ahnung, mache ich eine Folge von irgendwas, was ich hier noch gerade so rumfliegen habe. Keine Ahnung, lass es, keine Ahnung, soll, keine Ahnung, Snowcat Simulator for example, ne, zum Beispiel. Dann zocke ich da so mal eine Runde oder irgendwie, keine Ahnung, Need for Speed oder keine Ahnung, irgendwas, wo ich dann sage, das mache ich, das zocke ich jetzt einfach mal. Ja, du Idiot. und dann kriegt ihr das extra. Es wird aber dann nur auf meiner Homepage erscheinen und nicht auf YouTube, glaube ich. Also das weiß ich auch noch nicht so ganz genau, das ist alles noch gerade in Planung.
Auf jeden Fall werde ich mich da mal dran begeben, jetzt vielleicht auch schon am Wochenende mal schauen. Und wie gesagt, wird auch das Feed the Beast wird dann auch noch wieder folgen. Da hatte ich so, ja, die ein oder anderen in Anführungszeichen Probleme, weil halt die Truppe mir nicht so ganz gefiel, was ich dann so, ja, halt gedacht habe, ja, komm, nee, da, das ist nicht so das, was ich möchte. Und da habe ich gesagt, ja, dann habe ich überlegt, Mensch, was machst du, Bauer, was machst du jetzt, hä? Ja, keine Ahnung, pipapo hin und her überlegt und ah, nee, und ja, nee, ja, ist ja alles Mist so. Aber dann habe ich gedacht, Mensch, da machst du einfach deinen eigenen Server, holst dir ein paar Leute und dann läuft das ganze Zeug, weißt du? So, und gesagt, getan, beziehungsweise noch nicht ganz. wir sind immer noch am Aufbau des Servers, ja, um so viel kann ich ja schon mal erzählen. Aber das wird hoffentlich am Wochenende fertig werden, dass wir dann einmal alles so besprechen können, pipapo. Und wir möchten das auch eigentlich so machen, beziehungsweise eigentlich nicht so machen wie das Mega-Projekt. Wir wollen da schon noch ein bisschen was anderes machen, was uns dann von den anderen quasi ein wenig unterscheidet und auch ein bisschen spannender für uns, beziehungsweise auch für euch Zuschauer macht. Und deswegen sind wir da noch ein bisschen am Überlegen, was wir halt noch umwandeln können, was wir noch anders machen können, was wir noch pipapo, weißt du? Und ja, und dann läuft das nachher, wird das dann irgendwann anfangen und dann läuft das Ganze. Hoffentlich mal wird das ein cooles Projekt. Dann wird das hoffentlich ein cooles Projekt und dann habe ich ja Minecraft normal, ETS normal und dann Feed the Beast halt Wochenende. Und dann, ja, meine kleinen Anzock-Dinger kommen dann auch noch am Wochenende oder so. Mal schauen. Je nachdem, wie das dann halt fällt. Kann auch mal sein, dass das irgendwann mal nicht kommt oder so. Es kann immer mal so sein, wie ich lustig bin. Dass ich einfach mal sage, ey, cool, jetzt zocke ich mal eine Runde dies und das. Und dann nehme ich auch gleichzeitig dabei auf und so. Und ja, coole Sache. Coole Sache. Nur damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Und, ja, wir haben jetzt 90 Folgen ETS im Kasten und deswegen bin ich auch momentan so ein bisschen hinterher nach der Grafikeinstellung eigentlich, weil ich da gerne das meiste noch rausholen möchte, was noch geht, weil wir ja auf die 100 zulaufen jetzt mittlerweile, ja, mit großen Schritten laufen wir jetzt auf die 100 zu und ja, lasst euch überraschen. Ich weiß zwar noch nicht, was ich mache, aber ich habe schon... beziehungsweise, ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Ja, kommen Sie zu, Bus. Ich will da auch noch durch. Ah, jetzt wollen die wieder nur das Beste von uns, ne? So. Ja, ja, so. Fahren wir hier mal lang. Was ist hier? Stau, Stau, Stau. Fahrt doch. Ist doch alles gut. Tja, wenn ihr nicht wollt, dann fahr ich halt. Nö. Easy, easy ist das. Von ganz hinten nach ganz vorne. Sehr schön. Ja, und ich muss auch eigentlich sagen, nachdem ich mein Infovideo ja gemacht hatte, mit den, wo ich halt drüber erzählt hatte, mit den Views und so einem ganzen Pipapo, muss ich eigentlich sagen, dass sich das ganz gut berappelt hatte jetzt. Also, ich habe jetzt schon mal ein bisschen mehr. Ja, aber halt... Natürlich, es ist momentan relativ schwer, auch für mich, sag ich mal. Übrigens, wir fahren nach Frankreich, wollte ich mal sagen, beziehungsweise wir sind schon in Frankreich, wenn wir mal eben The Map gucken. Ja, wir sind schon da. Also wir wollen nach hier unten nach Paris, ne? Einer in einem Taxi nach Paris. So, nee, und auf jeden Fall ist es so, dass natürlich ich jetzt momentan 160 Abonnenten habe, 167 oder was ich im Moment habe. Ich habe gerade gar nicht geguckt vor der Aufnahme, aber ist auch egal. Auf jeden Fall sagen wir 160 Abonnenten. Das ist Hammer. Nur das Problem ist im Moment so auf YouTube halt eben, dass ja verdammt viele auch sagen, komm Alter, gerade Wochenende, Langeweile, voll die coole Idee, lass mal irgendwie zusammen irgendwie Let's Play machen und das dann hochladen, ja, weißt du, dann war das natürlich, ist das natürlich eine coole Idee. YouTube läuft total im Überfluss, weil ganz viele diese